Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Z, dem geilsten Spiel aus Dragon Ball und Pokémon vereint. Letzte Folge, Leute, wir haben es geschafft, ne? Wir haben es geschafft. Guckt ihn euch nochmal genüsslich neben mir an. Ich kann es noch immer nicht fassen. Ach Gott. Super Saiyan Blue Gohan. Mega sexy. Leute, es ist einfach nur ein wahrgewordener Traum, Leute. Ach Gott. Aber weiter geht's hier. Ich habe sogar schon vergessen, wo wir es sehen. Wir sind immer im Canyon unterwegs gerade. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ich bin sehr gespannt. Und wir müssen noch immer zu wahrscheinlich Goku Black und Zamasu. Da freue ich mich sehr drauf. Ein Vegeta und ein Goku. Ah, was macht jemand in die Kommentare geschrieben hat? Angeblich, ne? Guckt euch mal an kurz diese Szene, ne? Super Saiyajin 1 Vegeta, Super Saiyajin 1 Goku gegen Super Saiyajin Blue Gohan und Super Saiyajin 4 Gogeta. Ha, schön, schön. Greifen wir mit normalen Attacken an. Hoppla. Um zu sehen, wie stark das so ist, ne? Was wollte ich jetzt sagen? Das habe ich schon vergessen. Ah ja, angeblich gibt es hier im Gras auch Vegeto. Vegeto. Also wir müssen ein bisschen rumgucken, ne? Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen rumgucken, ob beide gewonnen hätten. Oh, das ist so schön, Leute. Nehme ich auf, ich nehme auf. Oh, ist das schön. Und ja, wir werden unseren Gohan natürlich jetzt weiter leveln, ne? Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Und jemand hat in die Kommentare geschrieben und meinte, ich soll Son Goku den Gottstein geben. Warum sollte klar sein? Also angeblich hat er da noch einige Entwicklungen aus einer Höhle. Was? Shenron! Der nächste! Wir haben ja schon einen Eis-Shenron. Ich versuche ihn mal nicht zu töten. Alter, den brauchen wir. Alter, wir müssen alle Shenron packen. Ja, das sieht gut aus. Noch einmal. Nochmal angreifen. Und dann sollten wir ihn fangen können. Mega nice. Fängt ja schon gut an, die Folge. Neuer Held. Neues Fangen, hoffentlich. Also, wir critten ihn. Nein, critten nicht. Viel Schaden macht den Firebrief. Was soll er gegen den Blue machen? Ultra-Kapseln draufballern und ab geht's, ne? Das wäre jetzt cool, ihn zu fangen, ne? Dann haben wir den Eis-Shenron und diesen Wüsten-Shenron. Sieht fast ein bisschen aus, ne? So ist erdig. Schrecken. Gefangen! Er ist der Vier-Sterne-Drache. Oh, Entschuldigung. Er ist das Feuer-Element. Nice. Nice. Noch was Neues. Was ist das für eine Höhle jetzt, oder? Jetzt bin ich neugierig. Tanobi-Ki. Okay. Was ist hier? Was ist das für eine komische Höhle? Hier ist nichts. Hä? Hä? Was ist das für eine Höhle? Ah, jetzt habe ich das gecheckt. Entschuldigung, nochmal. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe den Boden nicht beachtet. Okay, das wird schwer, Leute. Das wird echt schwer, denke ich. Kann ich das Rätsel so einfach lösen? Der muss mal nach oben. Denke ich mal. Der nach links, der nach rechts. Brauchen wir oben auch noch Bälle. Dann schieben mal den. Den. Und dahin. Ich hasse Rätsel in Pokémon. Den jetzt hoch. Oh nein, ich hab's verkackt schon. Oder? Ja, ich hab's verkackt. Ich kriege jetzt nicht mehr rüber. Ah, shit. Oh, ich hasse Rätsel, Leute. Nur ich kann ihn hochschieben, aber ich kriege ihn nicht mehr runter. Ne? Oh, wie ich das hasse. Oh Gott. Muss das sein? Okay, wir müssen überlegen. Hier können wir ja nur den einen nach oben schieben. Unsere einzige Möglichkeit. Und den links und rechts. Das muss ja so sein. Leute. Hä?
Gott, mit Rätsel haben wir nicht gerechnet. Ich müsste ihn nach links oder rechts schieben. Wenn ich nach oben schiebe, kriege ich ihn wieder nicht zurück runter. Das passt so nicht. Das passt so nicht. Es ist zu offensichtlich. Oh Gott, Leute, muss das sein? Ich habe gerade gegessen. Also ich denke mal. Ich schiebe jetzt mal die zwei. Oder müssen wir von der anderen Seite kommen, ne? Die zwei schiebe ich jetzt nochmal rauf. So. Und jetzt. Kann ich ja... Ich kann die ja nicht anders schieben. Boah, ich hasse Rätsel. Ich kann die nicht... Was checke ich hier gerade nicht? Was wir machen könnten, ist es. Nö, geht ja auch nicht. Der ist uns immer im Weg. Wir kriegen. Ich hasse Rätsel. Nö. Nö. Oh, fuck, Leute. Es ist meistens ja so einfach. Und es scheint hier nicht der Fall zu sein. Oh, ich hasse. Den kriegen wir ja nicht mehr da oben weg. Kann er darauf schieben. Krieg ich den das so? Kann ich da rundherum laufen? Ja, das geht. Oder? Ja. Oh Gott, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, bin gespannt, was wir jetzt bekommen. Weit weg gab es ein mysteriöses. Weit weg passierte etwas. Weit weg. Far away. Aber es muss auf der Insel sein. Irgendwo auf dieser Insel ist nun etwas passiert. Nur wissen wir nicht was. Wo? War das die Insel, wo in einer... Ich habe einen Stein zertrümmert und da kommt ein Pflanzenmann raus? Was? Oh Mann. Was ist hier unten eigentlich? Ah, da ist eine Kapsel. Max Elixier, okay. Hier ist ein Kämpfer. Ach, scheiß drauf. Da, Mr. Satan trainiert hier oft mit seiner Tochter, okay. Hier ist was, hier ist was. Wir gehen da mal, wir müssen da rüber. Ah, da ist noch ein Item. Wir müssen hier alles erkunden, Leute. Wir dürfen nichts übersehen. Wir müssen Dragonmon Z richtig schön durchspielen, Leute. C18. Die werden wir Gottfisten. Das klingt sehr falsch. Hau weg. Das Rätsel hat uns echt ein bisschen aufgehalten. Ich bin froh, dass ich es einfach so gelöst habe. Und ich schneiden musste. Hat die gerade Tenshinhan gesagt? Tenshinhan? Ernsthaft? Was will ein Tenshinhan? Ist nicht böse gemeint. Aber es will ein Tenshinhan gegen Super Saiyan Blue machen. Nothing. Boah, wie gut der Gohan aussieht mit seinem Haar vorne, ne? Leck mich am Arsch. Oh, du kriegst einen Godfist. Du hast es verdient, eine göttliche Faust abzubekommen. Und jetzt. Leute, by the way, ne, für alle, die hier zugucken, was ja nicht so viele sind im Vergleich zu den Dragon Ball Legends, aber trotzdem danke fürs Zugucken. Ich arbeite gerade daran, etwas
Neues auf meinem Kanal ins Leben zu rufen, und zwar Anime-Folgen, Leute. Wie komme ich jetzt das Item ran da hinten? Und warum ist hier ein Pflanzenmann immer drin? Was macht ein Pflanzenmann unter einem Stein? Ich würde es ja verstehen, wenn Yamchu unterm Stein ist, ne? Der sich vor dem Pflanzenmann versteckt, aber ein Pflanzenmann. Ja, dieses Rätsel hier ist halt echt zu einfach, ne? Wir haben gerade die Höhle gerätselt, Alter. Ich bin echt gespannt, was diese Schalter jetzt bewirken. Da ist schon wieder ein Pflanzenmann. Ach, leck mich am Arsch. Muss das sein? Nee. Ich bin ja schon sehr gespannt, wie Goku Black hier aussieht. Da oben steht jemand, jetzt sehe ich es erst. Ein Affenschwanz. Wir haben noch einen Affenschwanz bekommen. Und angeblich soll ich ihn nicht Gohan geben, da... Goku. Da Goku, man ihn fangen kann mit dem Affenschwanz schon. Der hat 5 Kämpfer? 5? Das ist ein schönes Training für unseren Gohan. Dankeschön. Wisst ihr was, Leute? Es ist echt geil, ne? Dieses Spiel lässt mich endlich den Traum leben, den Gohan verdient hätte in Dragon Ball. Er ist endlich der Stärkste zur Zeit in unserem Team. Ach so, schön. Er one-hittet alle weg. Bin auch schon sehr gespannt, wie stark die Liga sein wird. Ah ja, und der Turm, Leute. Der Turm ist angeblich sehr schwer. Das ist das Letzte, was wir machen sollten in dem Spiel. Den Turm. Den wir letzte Folge... Ich glaube, letzte Folge war das. Letzte Folge gesehen haben. Der ist angeblich sehr, sehr schwer. Und ja, man bekommt dort was. Man bekommt Preise. Wenn man das schnell genug schafft. Den hätte ich auch noch gerne. Den haben wir auch noch nicht, ne? Wir haben noch keinen Future Trunks, ne? Den hätte ich auch gerne. Wäre auch ziemlich geil, wenn der eine Super Saiyan Rage-Form hier hätte. Oh, die geben so gut EP. Ah, schön. Gohan geht ab, ey. Super Saiyan 2 Gohan. Aufpassen, der ist stark. Den haben wir selber. Das ist ein sehr mächtiger. Da setze ich sogar mal das Gott-Kamehameha ein. Und? Sehr schön, sehr schön. Vor den Kleinen habe ich ein bisschen Angst, weil ich ja selber besitze, wie gesagt, und deswegen weiß, wie stark der ist. Da ist ein Haus unten, Leute. Was ist da drin? Wer bist du? Hä? Was macht der? Er tanzt. Aha. Ja, wir tanzen mit, ne? Wir sind ein begnadeter Tänzer. Und wir wurden damit geheilt. Was liegt hier? Ein Satan-Drink. Oh, danke schön. Danke schön. Okay, jetzt geht's hier unten weiter. Was sehen wir hier? Tanobi-Ruinen sind da unten. Aber Leute, ich bin noch immer ein bisschen so... Ist jetzt hier wirklich irgendwo ein Vegeto? Kann der hier auftauchen? Es ist ein Vegeta. Wir können einen Encounter wenigstens noch sehen. Komm, einmal versuchen wir es noch. Wir sehen im Gras nichts. Hier kommt einfach nichts. Ah doch, jetzt. Na, okay, den haben wir schon. Was haben wir in der Höhle weit weg ausgelöst? Vielleicht in den Ruinen? Vielleicht in den Ruinen? Oh, Surfer, Leute. Also wir surfen, das heißt, wir setzen wieder Schutz ein, bevor uns diese 3 Milliarden Aquas, die kein Schwein braucht, auf die Nerven gehen. Ah ja, und einer hat in den Kommentar geschrieben. Da. Wir müssen ja noch Shenlong fangen. Wir müssen noch Shenlong fangen, Leute. Okay, jetzt geht's hier nach links, haben wir gelesen. Auf der Map damals. Und nach rechts. Was ist hier? Eine Höhle einfach so, okay. Einfach nur eine Höhle. Okay. So, ja, Eigentlich sollten wir, ja, wir sollten unseren Schutz verbrauchen und gucken, ob hier auch Kämpfer spawnen, ne? Ich renne mal ein bisschen hin und her, bis der Schutz weg ist. Mit der Leertaste. Er ist weg. Und, da ist ein Hit!
Scheiße. Hier ist ein Hit drin. Oh, wie geil. Ich hoffe, der stirbt nicht durch den Dragon Rush. Wir haben daneben gehauen. Aber Leute, Hit. Wie geil. Hit. Hey, das freut mich. Das freut mich. Ich mag Hit. Ja, war klar. Den können wir nicht so einfach besiegen. Das ist auch sehr gut. Somit ist er leichter zu fangen, hoffentlich. Wir haben Hit gefunden. Der kann auch Dragon Rush? Krass. Wir haben Hit gefunden. Können wir Hit one-hitten und ihn somit fangen? Eins. Nein. Oh, der, ich glaube, der wird schwer. Der wird schwer. Der wird schwer zu fangen. Oh, Hit ist aber echt geil, ne? Hit ist echt geil. Komm, Baby, du willst doch mit. Du willst in meinem PC und dort versauern. Oh, hätte ich ihm wohl nicht sagen sollen. Scheiße, das scheint nicht so einfach zu sein. Nicht sterben, Gohan, nicht sterben. Mach jetzt keinen Scheiß, Alter. Oh, Gohan, Gohan. Oh Gott. Wir wechseln mal auf unseren Tank, der das Ganze ein bisschen austanken soll, sozusagen für mich, damit ich leichter fahren kann. Scheiße. Wie soll man den fangen? Na komm, Baby, wir wollen Hit. Wir wollen Hit, Leute. Der scheint echt schwer zu sein. Er ist auch Level 50. Das ist nicht so üblich für einen wilden Kämpfer. Schon nicht schlecht. Zweimal. Zweimal, Leute. Komm, Hitty. Du willst doch auch mit. Der macht doch unseren Tank echt gut Schaden, ne? Ah, der ist schwer. Der ist schwer, Leute. Aber ich kann ihn nicht mehr angreifen. Ich habe Angst, ihn umzubringen. Wow, ein Crit. Hey, jetzt tötet jetzt nicht meinen Wehraffen, Alter. Geh mir nicht auf die Nerven, Hit. Nee. Nee. Wir versuchen es bei einem anderen Hit. Und wir wechseln mal den Kämpfer. Gogeta, vielleicht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht töten halt, ne? So, neuer Hit. Level 51. Scheiße, die werden stärker. Das ist die Hithöhle, Leute. Die Hithöhle. So, und jetzt versuche ich ihn nicht zu töten. Ah, zu viel Leben. Zu viel Leben. Versuch trotzdem einen Glücksball, aber das war nicht gut. Er hat noch zu viel Leben. Einen Glücksball werfen wir mal drauf. Ne. Hit scheint echt schwer zu fangen sein. Ja, töten ihn mal. Ah, also mit ihm zu kämpfen. Mit Gogeta wird schwer. Wie viel EP gibt er eigentlich? 2000. Okay, Gogeta, ja. Aber geil. Geil. Ist ja nur Hit, ist die Frage. Ja, es ist echt eine Hithöhle, ne? Ja, Level 50. Immer ziemlich gleich. Jetzt versuchen wir eine andere Attacke. Wir versuchen zum Beispiel Stardust mal, ne? Wie viel Schaden das macht. Wir müssen aufpassen, dass er recht wenig Leben hat, ne? Das ist schon gut, oder? Das ist schon gut. Das ist schon gut. Aber auch nicht so wenig, ne? Es könnte schon gerne weniger sein. Ja! Hitty! Sehr schön. Wir haben Hit gefangen. Jemand, der die Zeit kontrollieren kann. Er ist der stärkste Kämpfer Universum 6. Und er ist bekannt als der legendäre Assassine. Mega nice. Wir haben Hit aus der Hithöhle, Leute. Sexy. Weiter geht's. Nice. So, jetzt müssen wir wieder wechseln auf unseren Gohan erstmal. Der muss weiter trainieren. Er ist sogar noch immer schwächer als unser, also vom Level, als unser Wehraffe. Schutz einsetzen, ja, können wir schon mal machen. Aber wir brauchen auch einen Satan-Drink. Oder ein Z-Drink schon. Gohan, so. Jetzt kann er in Ruhe weiterkämpfen.
Der hat auch echt viele Lebenspunkte, ne? So, jetzt surfen wir da rüber. Wir haben hier... Nein, da ist noch eine Höhle. Oh. Das ist noch eine Höhle. Scheiße, ich wollte ja... Ja, jetzt habe ich gerade Schutz eingesetzt. Oh, Mann. Olibu. Den kennen wir aus der Liga. Ich versuche es mal mit dem Gott, kam mir her. Spaß. Ist er einem Gott gewachsen? Nein, ist er nicht. Wunderschön. Tschüss. Aber jetzt hier ist die nächste Höhle. Die Frage ist ja, ist es noch eine Höhle, ne? Wir gucken mal weiter inzwischen, weil unser Schutz noch funktioniert. Ja, hier geht's noch weiter. Hoppla, noch mehr Höhlen. Geht's noch weiter? Wir gucken noch weiter zuerst. Wir haben ja eh noch Schutz. Nein, hier ist aus. Und hier ist aus. Okay, also hier sind noch drei Höhlen, Leute. Das ist die Höhlenfolge. Gibt's hier ein Item rumliegen? Nein. Okay, das heißt, wir laufen jetzt wieder links und rechts, bis unser Schutz aus ist. Er ist aus. Oh, wieder ein Hit. Wieder ein Hit. Warum? Und wie viele Erfahrungspunkte bekommen wir von Hit hier? Das würde mich mal interessieren. Es ist Gott, kann mir mal, ne? Es ist krass. Doch, 2000, das ist echt viel. Hier könnte man gut trainieren. Ist noch ein Hit? Ja, okay. Ist in allen Höhlen hier also nur Hit? Und warum gibt es dann diese verschiedenen Höhlen überhaupt? Das ist die Frage, ne? Haben wir gesprungen. So. Das ist die Frage. Warum gibt es denn so viele verschiedene Höhlen, wenn in allen nur ein Hit ist? Ne? So, wir gehen noch in die nächste Höhle. Wir gehen trotzdem in alle Höhlen rein. Wir müssen uns noch nicht abchecken. Es kann auch sein, dass mit einer geringen Chance noch ein weiterer Kämpfer hier ist, ne? Oder ich muss hier irgendwas machen, was ich noch nicht gecheckt habe, ne? Das kann alles sein. Das ist rosa oben. Hm. Auch ein Hit? Ja. Okay. Es sind echt nur noch Hits. Hits, Hits. Aber werden sie töten, ne? Den töten wir jetzt auch, damit wir Level 58 erreichen. Ich überspringe nochmal. So. 58. Wunderschön. Läuft, Leute. Gohan levelt fleißig weiter. Aber okay, dann bringen uns die Höhlen gar nicht mal so viel, ne? Trotzdem gucken wir noch in die letzte Höhle. Und dann setzen wir den Schutz ein. Und schwimmen nach rechts weiter. So, hier waren wir auch noch nicht. Gibt's hier noch was? Oder ist ja auch nur Hit? Das ist was Neues! Chimizu, das ist doch der Son Goku? Also der Kämpfer aus Universum 6 müsste das sein. Aber diese Rasse hat ja Son Goku die momentane Teleportation beigebracht. Den müssen wir mitnehmen. Ne? Jetzt ist die Frage, Leute. Ist das hier jetzt eine andere Höhle sozusagen, dass jetzt hier kein Hit ist? Oder ist das der Kämpfer, der eben mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit auftaucht? Ne? 1, 2, 3, 6. Noch einen neuen gefangen. Chimizu. Was müsste der aus Universum 6 sein, ne? Also Universum 2, Entschuldigung. Der, ja, genau, Yadrat, so heißen sie. Also Universum 2, Hupsi. Entschuldigung. Nice, nice. Haben wir auch mitgenommen. Jetzt bin ich gespannt. Taucht noch ein Yadrat auf oder ein Hit? Noch ein Yadrat. Okay, das ist die Höhle mit den Yadrats. Ist okay. Nur warum war er in allen anderen nur Hit, ne? Gute Frage. Aber egal, wir haben beide. Wir sind erfolgreich. Wir können weiter schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen. Wie die Dory, Leute. So, Schutz wieder einsetzen. Immer schon verhüten, sonst kommt wieder ein Baby irgendwo um die Ecke. Und jetzt spielen wir nach rechts weiter. Ja, da oben ist was. Ja, da sind wir hergekommen. Da sind wir hergekommen. Entschuldigung. Da kommen wir her. Und wir müssen nach rechts. Es sind auch Höhlen. Und hier will die Leute kämpfen schon wieder. Hier sind auch Höhlen. Sind hier überall nur... Wo? Was haben wir gemacht? Wir haben einen Schalter aktiviert, Leute. Golden Freezer. Wie geil. Super Saiyajin Blue. Gohan gegen Golden Freezer. Da
das ist fucking episch. Nicht Blue Goku, Blue Gohan. Und sogar Blue Gohan ist easy in der Lage, einen Golden Freezer zu besiegen. Finde ich geil. Finde ich echt geil. Ist ja, da oben steht noch einer, der will auch kein Quatschen. Will auch kämpfen. Ja. Wir brauchen eh die EP und vielleicht sehen wir neue Kämpfer. So wie eben den Golden Freezer, ne? Er hat 2. Baby Vegeta. Geil, die Fusion aus... Also die... Baby hat Vegeta übernommen, so müsste es sein. Mega geil. Baby Vegeta ist aber auch geil, ne? Baby Vegeta ist auch geil. Sieht echt gut aus. Ich mag so schwarze Helden vor allem, ne? Schwarz angezogen. Ne? Black Rabbit, ne? Mag ich mich gern. Super C17. Der ist stark. Der ist stark, den haben wir schon mal gesehen. Der sieht aus wie eine Ameise. Mit den Haaren da vorne, finde ich. Erinnert mich an eine Ameise. Auch der Kopf und so. Diese Gott-Attacken sind so OP, Leute. Diese Gott-Attacken sind einfach OP. Eieiei. So, wir gucken mal kurz in die Höhle rein, ob das wieder so eine Höhle ist. Einfach nur zum Durchlaufen. Ja, wieder nur so eine Höhle. Okay, dann gucken wir nachher rein. Unser Schutz ist ja noch aktiv. Wir surfen weiter. Unten ist nichts. Rechts ist die nächste Höhle. Oh Mann, ich muss wieder runter. Wieder rüber. Ich will nur wissen, ob jetzt nur Höhlen sind, weil dann können wir eh am Rückweg wieder alle betreten. Oh, hier ist eine große anscheinend. Ist das die Endhöhle sozusagen? Ich laufe direkt innen rein. Oh, irgendwas von Puzzle da gesagt. Scheiße. Und ja, wir haben schon ein Puzzle gelöst, ne? Loot. Was ich mich noch frage, ist, wie kommen wir an den Typen ran, der da am Berg gestanden ist, wo ich noch nicht genau weiß, wer das sein soll. Er hat knapp überlebt. So was hasse ich. Sowas nervt. Nein! Oh, verdrückt auch noch. Leute, unsere Höhlenerkundung dauert schon ziemlich lange. Eieiei. So, und Level 59? Ja, easy. Level 59. Sexy. Den haben wir noch nicht gesehen. Metal Reel. Den kennen wir noch nicht. Wieder, wie viele neue Kämpfer wir diese Folge gefunden haben. Wie viele gibt's denn hier, ey? Das ist krass. Das ist echt krass. Toppo. Haben wir den Toppo schon gesehen überhaupt? Naja, oder? In dem Spiel haben wir noch keinen Toppo gesehen, oder? Er ist ein bisschen schlank. Eigentlich wäre Toppo viel fetter. Ich glaube, wir haben noch keinen Toppo gesehen. Der nächste Gott der Zerstörung in Universum 11, wenn ich mich nicht irre. Nice. Geht's hier rechts jetzt noch weiter? Nein, okay. Also das ist die letzte große Höhle. Die Frage ist ja, ob die kleinen Höhlen, wo wir gerade überall drin waren, irgendwie da... ja, Einfluss haben. Hier ist ja auch nichts. Diese Höhlen verwirren mich, ne? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Sind diese Höhlen nur dafür da, um eben diese Kämpfer hier zu fangen? Dyspo! Der schnellste! Alter, aus Universum 11. Und wir sind schneller. Wie geil, Dyspo! Den will ich mitnehmen. Den müssen wir noch fangen. Den müssen wir noch fangen, Leute, diese Folge. Oh Mann. Komm, Dyspo, mach keinen Scheiß, Alter. Wir brauchen dich. Du bist so etwas wie ein Hase. Dich brauchen wir, ne? Nein! Justice Crush. Oh, wie cool. Er kann eine Justice-Attacke. Ah, das ist cool. Das ist cool. Wenn es auch Justice Flash kann, dann ist geil. Oh, da lässt sich auch so schwer fangen wie Hit, ne? Jet Kick, auch cool, passt zu ihm, ja. Komm, Dyspo, du willst noch mit? Nein! Ich dachte schon, wir haben ihn, ne? Dreimal gewackelt. Das ist so fies, Leute, das ist so fies. Komm, Baby, komm, Dyspo. Du willst es doch auch. Nein, will er nicht. Ach komm, Dyspo. Ich habe Angst, dass er uns langsam mal umbringt, ne?
Na endlich! Duisburg gefangen! Das müsste unser erster sein, ne? Von der Justice League? Oder wie heißen die? Justice League? Ein Pride Trooper, Entschuldigung. Pride Trooper. Wie komme ich auf die Justice League? Das war irgendwas anderes. Die Pride Trooper! Universum 11, sag ich doch. Perfekt. Wir haben den Duisburg gefangen. Nice. Jetzt muss ich aber noch meinen Gohan heilen. Und dann würde ich sagen, guck mir noch kurz hier, ob noch was anderes rumläuft. Ob das hier quasi die Bright Trooper Höhle ist oder einfach nur die Dyspo Höhle. Ne? Noch ein Dyspo? Könnte die Dyspo Höhle sein, ne? Aber wir haben noch zwei weitere Höhlen hier am Weg, ne? Könnte noch Topo drin sein? Jiren wäre halt der Shit, ne? Sei der Shit. Topo! Was ist hier los? Das ist die Pride Trooper. Gibt es hier auch einen Jiren? Ich glaube nicht. Ich glaube, Jiren ist zu stark und so weiter. Den kann man hier nicht dazu rein tun. Oh, das macht so wenig Damage. Justice Flash, der kann das geil. Ich versuche einen Dragon Rush. Und hoffe, dass er nicht stirbt. Perfekt. Oh, DC Punch, wir sind verwirrt. Aber er hat noch relativ viel Leben. Aber man beachtet. Hoppla! Nein! Man beachte, wie wenig Damage wir ihm gemacht haben, ne? Obwohl er nur Level 44 ist. Das ist schon krass. Das ist schon krass, Leute. Topo, willst du zu Dyspo in die Box am PC? Ich glaube nicht, ne? Er kann zwei Attacken, die paralysieren und verwirren können. Das ist hart. Mm-mm. Nee, nee. Leck mich am Arsch. Alter, Leute. Alter, das machen wir nächste Folge. Alter, das machen wir nächste Folge. Leute, nächste Folge werden wir hier noch weiter gucken, ob es hier vielleicht auch noch Jiren gibt. Wir werden Topo fangen. Wir gehen noch in die zwei Höhlen, die hier davor noch waren. Und wir müssen rausfinden, wofür haben wir dieses Rätsel am Anfang der Folge gelöst. Irgendwo muss ein Schalter umgelegt worden sein. Irgendwas muss passiert sein. Und wer ist dieser Typ, der am Felsen steht? Wir werden es hoffentlich nächste Folge erfahren. Leute, lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Viel Spaß. Haut rein und ciao.